Tisch. Ich hoffe, Mr. Mario. Mario ist gut. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. So. Hallo, willkommen bei Super Mario Galaxy Schweinkacker. Weil diesen dummen Scheißspiel, das kein Mensch braucht auf dieser ganzen Welt. Wir sind bei Super Mario Galaxy 3, 5000, nein, ich bin bei Mario 5, nein, Mario. Welcher Mario-Teil ist das eigentlich von der ganzen Reihe? Wie viele Mario-Teile gab es zu dem Moment? Welcher Teil ist das hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede hier eigentlich gerade. Ich weiß nicht. Ich weiß nichts. Okay, ich begrüße euch herzlich zu Mario Sunshine. Ich finde, der Typ hier im Bild herumläuft und gerade überlegt, was er machen muss. Ach ja, stimmt ja. Ich weiß wieder, was ich machen wollte. Ich wollte mir dieses rote Ding hier holen. So, redest du? Yeah! Gib mir deinen Hau! Okay, ich habe ein rotes Ding hier. Los, Mario, wir müssen die Welt retten. Wenn du das nicht machst, dann bring ich die Welt um. Nein. Wir haben tatsächlich eine neue Aufgabe. Und zwar müssen wir hier oben raufrennen. Und das ist sehr wichtig, dass ich das jetzt tue. Ich meine, da oben ist, glaube ich, noch was, was ich tun muss. Bin mir recht sicher. Ich meine, irgendwas muss ich hier noch machen. Ich spring einfach mal hoch, Mario. Ich sag dir, Mario, da ist noch was. Ich sag's dir. Okay, geil. Das ist immer noch gut. Ja, Platz der da vor allem. Ja, okay. Münzen. Das hört sich gut an. Das lässt sich machen. Ja. Münzen? Ja, klar. Das ist ja nichts. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir, ne? Kein Ding. Okay, los, Mario. Wir müssen doch die Welt retten. Also, mach dein Bestes mal. Okay, Schwulattacke. Ja. Okay, Hallo, liebe tanzende Leute. Ihr seid doch schon wieder alle da, ihr lieben Palmas, die man euch nennt. Kommt das durch diese sehr, sehr zufällige Art, dass diese Palmen auf meinem Kopf sind? Oder warum nennt man euch so, ihr Palmenköpfe? Oh, das war eine Beleidigung, wie sie hier sind. Das ist genauso, als wenn man einen Schwarzen nennt. Also, oh nein, ich bin schwarz, das wusste ich noch nicht. So ungefähr ist das. Achso, ja. Was war nochmal mein Ziel? Achso, Münze jagt beim Papus fest. Ja, sowas aber auch. Okay, anscheinend müssen wir 8 rote Münzen finden. Jetzt habe ich erstmal geguckt, was ich auch machen muss. Das ging mir hin, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Doch, das ging mir hin, glaub ich. Yeah. So viel dazu. Okay, eine Münze haben wir doch schon mal. Wo sind noch mehr? Seht ihr, ich sag's euch doch. Ich krieg das alles hin hier. Erstmal gucken, wie die Aufnahme aussieht. Ja, guten Tag. Ich bin wieder da. Wie ich euch sagte, wir haben hier noch einiges zu tun. Nein, eigentlich ist es alles halb zu wild. Wir müssen nur 7 Münzen sammeln, Leute. 7 Münzen und da haben wir diese Aufgabe geschafft. Okay, ich muss die 7 Münzen finden, aber ich weiß keine Ahnung, wo die sind. Also lass uns mal nachdenken. Wenn ich eine Münze wäre, wo würde ich dann hingehen? Ich meine, ich einfach wieder Atem, meine Münze zu finden, aber meine Münze, die ich suche, das ist keine besondere Münze. Ich meine, hier sind nur Pilze und so ein Kram. Was ist das hier für ein Scheiß hier? Weil das ist ein Scheiß hier, ein Scheiß. Ich brauche Münzen. Das ist ein Dreieck. Und blaue Münzen brauche ich nicht. Guck mal, kriege ich eh nicht auf die Reihe. Was soll's, ist egal. Ich muss auch noch andere Projekte machen. Okay, wo ist denn jetzt hier eine? Ich glaube, hier hinten hat sich eine versteckt, wenn ich mich noch recht erinnere. Hallo, ist ja nicht einfach. Ach, hier, dann immer da. Das ist doch fast dasselbe. Ja. Aua, ich werde geraped von komischen Mücken. Die Mücken jagen mich. Okay, ich muss schnell hier weg. Ich bin kein Mückenhunter von meinem Rang hier in diesem Spiel. Und wenn man kein Mückenhunter ist, dann kann man auch keine Mücken jagen. Naja, wer findet den Fehler in dieser ganzen Situation? Oh, eine neue Frucht. Eine sogenannte rote Münzenfrucht. Von der habe ich schon viel gehört. Ich fress sie auf, lecker. Okay, ich habe 8000 rote Münzen voll schon fast. Ich habe drei rote Münzen. Das ist viel. Das ist ja fast so viel wie 5 rote Münzen. Nur, dass man -2 rechnen muss. 3 rote Münzen sind ja nicht 5 rote Münzen, sondern 5 rote Münzen sind 3. Und ich rechne mit der Hausaufgaben gut. Hausaufgaben-technische Rechnungen sind sehr gut. Weil Hausaufgaben mit. Das war der falsche Knopf. Hallo, Platz hat dein Vater. Wo muss ich gewöhnen? Ist das der Arschbaumknopf? Ey, du bist doch der Arschbaumknopf, ne? Wieso bist du nicht der Arschbaumknopf? Ich muss den Arschbaumknopf finden. Der Arschbaumknopf war der Arschbaumknopf, aber irgendwie auch nicht. Das war sehr merkwürdig gerade für mich. Okay, also wir haben noch einiges zu tun, Leute. Wir müssen noch mehr für diese Münzen finden. Hier, Münzen. Ich weiß, ihr seid ja irgendwo. Auch wenn ihr hier vielleicht irgendwo in den Kisten... okay. Vielleicht seid ihr auch hier drin. Man kann euch ja nie trauen. Es ist überall so, manchmal rote Münzen in dieser Welt verstecken, müsst ihr wissen. Und wenn ihr rote Münzen findet, dann sagt ihnen, ihr seid keine roten Münzen, denn das ist eine rote Münze. Super Münzen Power, aktiviert! Okay, wir haben schon 4 Stück von diesen dummen roten Münzen. Das ist nicht toll. Das macht mich glücklich.
Entschuldigung. Das war gerade ein Husten, den habe ich gleich mal rausgelassen. Das ist natürlich unappetitlich gewesen. Das habe ich jetzt nicht mit Absicht gemacht oder so. Das war also so einfach passiert. Gut, wir brauchen noch mehr von diesen lustigen Münzen. Ich sag, hier ist noch eine. Okay, schade. Das hätte ja klappen können, ne? Also ich meine, das wäre hier ein Ort, wo ich eine rote Münze verstecken würde an der Stelle, ne? Muss ich ja mal für mich sagen. Also wenn ich ein roter Münzenverstecker wäre, na klar, hätte ich da eine rote Münze hingemacht. Okay, los, Mario. Okay. Hier ist eine Papuspflanze hier. Da schnapp dir die mal. Okay, sehr gut. Yeah, ich fliege irgendwo hin. Tschüss. Okay, meine Papuspflanze fliegt nach sonst wo. Ein Pappel, oder? Oh Mann, das ist so scheiße, was soll ich denn damit? Das hat mir noch nichts gebracht, hat mir das. Ich brauche mal einen neuen Überblick über das, was ich tun muss. Alter, weißt du, hat noch keine Zigarette geraucht irgendwie in seinem Leben, aber hört sich an wie ein Kettenraucher hier gerade, ey. Also, ich sterbe. Echt unglaublich, was ich hier wieder leiste, ne? Unglaublich, gesagt. So, haben wir hier irgendwo noch irgendwelche roten Münzen, von denen ich wissen sollte? Dann meldet euch bitte jetzt. Hallo, liebe Zuschauer. Wenn ihr so bereit seid und mir erzählen werdet, wo hier die roten Münzen sind, dann wäre ich euch sehr verbunden. Immerhin war das eine von diesen Aufgaben, die ich immer am wenigsten mochte in meinem Leben. Es wäre sehr freundlich, wenn ihr helfen würdet. Ich meine, könnt ihr nicht mal in die Kommentare sowas schreiben? Ach nee, das ist ja dann zu spät, ne? Ihr seid doch bescheuert, seid ihr doch. Ihr müsst doch mir in die Kommentare schreiben, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. Also, das macht ihr doch sonst andauern, oder? Seid ihr nicht so schnell? Müsst ihr das Video erst geschaut haben? Könnt ihr das nicht unter das letzte Super Mario Sunshine Video schreiben? Das wäre doch auch viel einfacher. Ich meine, das funktioniert bestimmt auch und, ne? Okay. Wo muss ich jetzt noch hin? Also, ich habe es hier? Okay, warte. Ich glaube, ich weiß noch, wo viele von denen sind. Ich glaube, ich weiß, wo ich noch suchen muss. Wenn ich mal so drüber nachdenke, habe ich, glaube ich, ganz gutes Gefühl, wo ich jetzt noch hingehen muss. Ja, super Klatschermusik. Ist die eigentlich zu laut oder hört man mich noch? Also laut der Ingame-Sound ist ja schön und gut, aber so laut wie die letzten ersten Minuten brauchen wir ihn ja nicht zu haben. Ich habe ihn nochmal ein bisschen runtergestellt. Ich hoffe, das ist auch schöner für eure Ohren. Ich glaube, eure Ohren freuen sich darüber, wenn ich den Sound ein bisschen runterdrehe. Aber wir schauen jetzt erstmal weiter nach, was ich hier noch an roten Münzen... Ah, ein Stadtmünze. Sie glauben wohl auch, dass sie sich hier in den Gräsern verstecken können. Aber Vorsicht, it's Super Mario. Da ist eine blaue Münze, It's the strong stuff. Könnte man auch noch dazu sagen, aber das sage ich natürlich nicht, das habt ihr jetzt nicht gehört. Gut, ich muss rote Münze. Hier, ich weiß, dass hier noch rote Münze in eins von diesen Löchern ist. Auf jeden Fall noch eine rote Münze. Da erinnere ich mich dran, das weiß ich. Nein, das ist der Z-Knopf. Ich will den Z-Knopf doch gar nicht drücken. So, da ist auch keine rote Münze. Ich glaube, irgendwo war noch eine rote Münze versteckt. Einfach diese Löcher. Aber wieso sollte direkt dort eine rote Münze sein, wo ich gerade eine rote Münze gefunden habe? Wieso sollten die Entwickler das machen? Ja, man muss ja auf alles vorbereitet sein, ne? Ja, so gucken wir auch in alle Dinger hier rein. Und alle Gänge. In alle Gänge gucken wir rein. Und so gucken. Ist hier eine rote Münze oder ist hier keine rote Münze? Das ist eine Frage, die sich schon viele Leute bei Super Mario Sunshine gestellt haben. Ich frage, ob eine rote Münze vorhanden ist, eine von diesen Löchern. Immerhin sind diese Löcher hier sehr einladend für rote Münzen. Das sieht ja jeder gleich auf den ersten Blick. Gut, aber solange gehen wir erstmal, ich sehe nichts. Ich gehe erstmal hier gucken, ob ich hier noch eine rote Münze finde. Weil rote Münzen ist meine Rache. Ja. Hallo? Rote Münzen? Irgendwo? Ihr könnt euch ruhig melden. Ich hab da nichts gegen. Also, wenn ich eine rote Münze finde, ne, dann freu ich mich. Das ist doch richtig toll dann, wenn ich eine rote Münze finde. Hallo, ich hab erstmal. Gut, ich hab gespeichert. Und hier noch mehr Münzen. Ich glaube, der wahre Weg, um rote Münzen zu finden, begibt sich jetzt in die Felder des Todes hier. Die hier unten. Aber auch dafür muss ich erst nochmal alle komischen Käfige hier absuchen, weil ich meine, dass in einem von denen eine rote Münze drin ist. Aber ich weiß es doch nicht, ich hoffe doch auch nur, dass ich mal ein bisschen Glück in meinem Leben habe. Hier zum Beispiel so eine blaue Münze zum Beispiel, wo man immer dann sagt, immer eine Strongstar, eine so, welche Stellen sind das dann in meinem Leben? Wo ich dann echt so denke, Mann, vielleicht kriegst du da ja mal eine, aber hier ist auch keine. Okay, dann machen wir das anders. Tschüssi! Dann schauen wir uns ja einfach mal um, würde ich sagen. Seid ihr irgendwo hier, rote Münzen? Hallo? Hallo? Seid ihr da? Nicht? Schade. So, welches ist der richtige Knopf jetzt, um nicht fallen gelassen zu werden? Danke, das ist der richtige Knopf. Ich glaube, B wäre nicht fallen gelassen werden.
So, also wir fehlen also noch 3 Stück. Das macht die Sache ja nicht einfacher. Aber wir können ja dann unsere Suche darauf beschränken, Küsten hier oben zu zerstören und nicht da unten herumzuklettern und der Gefahr entgegenzulaufen, dass wir sterben. Und sterben ist für niemanden eine gute Idee. Sterben ist immer so eine Sache. Nee, das will ich nicht. Das ist so. Das muss nicht sein. Wenn man stirbt, dann muss man auch daran glauben, dass der Tod näher kommt, als man denkt. Weil der Tod, gerade der Tod, ist meistens daran schuldig, dass er stirbt. Das ist ja. Das ist das, was wenige Leute wissen. Der Tod ist zu 100% die Todessache bei vielen Menschen, warum sie sterben. Ja, das ist dramatisch ist das. Das ist traurig ist das schon fast, ne? Aber ich glaube, ich weiß, wo die restlichen Münzen sind. Wenn ich mal drüber nachdenke, ich glaube, ich habe eine Idee, wo die restlichen sind. Ich meine, das ist doch dieses Pappelfest hier, ne? Ich meine, der muss doch auch, wenn hier so viele dumme Pusteblumen herumfliegen, aller Löwenzahn. Peter Lustig ist ein Hasser, Mensch. Okay, also, wenn ihr so viele Münzen herumfliegen, wollte ich schon fast sagen. Wenn ihr so viele Dinger herumfliegen, dann müssen ja auch eigentlich die einen gewissen Sinn erfüllen. Entschuldigung, das muss ich machen.